Ja Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Shop-Video. Heute schauen wir gemeinsam, was in den neuesten Shop reingekommen ist. Und deswegen gehen wir auch schon direkt auf den Shop drauf. Und wir sehen, es gibt einen neuen Skin und ein neues Emote. Und wir fangen direkt mit dem neuen Skin an. Rote Jade heißt er hier. Und ja, der Skin sieht okay aus, ist auch relativ günstig. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. Auf jeden Fall hier heute der neue Skin. Heute hier im Shop, wirklich mega nice. Ansonsten sehen wir hier daneben die Enigma-Lackierung, die animiert ist. Sieht auch ganz okay aus. Und dazu gibt es auch den passenden Skin nochmal, und zwar Krypto. Ist ebenfalls nochmal zurück. Hier das Rückenteil nochmal. Ja, auch ein cooler Skin. Beides nochmal hier im Shop. An letzter Stelle gibt es noch hier den Mopsa-Skin. Der Skin mit diesem Mops-Gesicht aus dem Kampfknorrer-Set. Sieht ganz lustig aus, wieder so ein Spaß-Skin. Dazu gibt es einmal die Hacke-Kauknochen. Hier zeige ich mal den Ton. Und dann gibt es hier noch die Wurflackierung. Hier zeige ich mal die Modelle. Sieht auch okay aus. Mehrere Farben gemischt. Und das sind auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und wie immer könnt ihr mal ganz kurz rechts unten hier auf Unterstützer einen Creator klicken und hier den Code DETO eingeben. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Großes Dankeschön an jeden, der das Ganze macht. Jetzt gehen wir schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier gibt es einmal den Sterling Skin nochmal. Der ist aus dem 24 Karat Set und der war bis jetzt, glaube ich, auch nur ein, zwei Mal im Shop. Heute nochmal hier zurück. Ja. Ist auf jeden Fall okay, der Skin, aber ehrlich gesagt nicht so mein Fall. Und dann gibt es daneben hier die Bracer. Der Skin wiederum ist mega nice, auch relativ günstig. Kann ich dann für den Preis auf jeden Fall jedem empfehlen. Wirklich mega cooler Skin. Daneben gibt es hier Sonnenspross, das Rückenteil. Für 200 V-Bucks kann man sich einfach dieses Rückenteil holen. Boah, ist okay. Weiter geht's dann hier mit der beschlagenen Hacke. Die ist nice, hier zeige ich auch mal direkt den Ton. Ja, wirklich eine sehr coole Hacke, fast gar nichts dran, sehr simpel gehalten. Machen wir schon direkt weiter mit dem neuen Emote. Blindgängerbombe. Der geht hier so ein bisschen geduckt und schmeißt so eine Bombe. Sieht auf jeden Fall lustig aus und so relativ günstig. Kostet nur 200 und dafür ist das Emote echt sehr cool. Ja, und zu guter Letzt gibt es hier nochmal Disco-Fieber. Ja, sehr, sehr cooles Emote. Einer der ersten Emotes, die ich mir gekauft habe, feiere ich immer noch mega. Und das war es auch schon mit dem gesamten Shop von heute.